Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitkriegt habt, am 6. Oktober veranstaltet die Leinwand einen Frauenmarsch und ich möchte auf jeden Fall hin und vielleicht kommen da schon genaue Informationen am Uhrzeit, Treffpunkt oder wie können wir das erfahren? Es wird jetzt nächste Woche offiziell ein Flyer rausgeben. Stattfinden wird es in München, am 6. Oktober auf dem Samstag. Wir werden uns wahrscheinlich gegen 14 Uhr auf dem Gärtnerplatz zusammentreffen, um dann von dort aus bis zum Marienplatz, weil Marienplatz ist ja der besagte Ort, wo ich unbedingt hin möchte, aus besagtem Grund, weil wir haben dort regelmäßig Kundgebungen, Veranstaltungen von muslimischen oder eigentlich nicht muslimischen Veranstaltungen unter dem Deckmantel irgendwas mit Solidarität. Und dann werden dort Koranverse ganz laut vorgelesen oder hunderte Menschen sind dort und beten dann gemeinsam. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dort hingehen und dort ein Zeichen setzen. Ich denke, der Empfang wird immens sein. Also die Linken und die Grünen werden definitiv mobilisieren, so wie sie es in Berlin auch schon gemacht haben. Hier ist das Gewaltpotenzial vermutlich noch höher, weil hier auch die Muslime mit auf die Straße gehen, was die im Osten nicht machen, weil die Moslems sich zurück und sagen, sollen doch die Linken, die Doofen und die Grünen das für uns machen. Die machen schon die Arbeit für uns, ist ja tatsächlich so. Aber hier gehen auch eben halt die Migranten gegen uns auf die Straße und deswegen brauchen wir natürlich jede Unterstützung. Auch Männer sind selbstverständlich herzlich willkommen. Es geht hier darum, dass man den Frauen eine Stimme gibt. Und wenn ihr jetzt ja auch wisst, was das Kopftuch dem Mann gegenüber zu bedeuten hat, dass man euch ja quasi direkt als pädophil oder als pervers darstellt, finde ich es sehr wichtig, vor allem, dass auch die Männer auf die Straße gehen und ein Zeichen für die Freiheit und die Selbstbestimmung der Frauen hier mit demonstriert und zeigt, wir lassen das nicht mehr zu, dass hier auch nur eine Frau von uns angefasst wird. Und wenn du magst, kannst du da ja, könnt ihr euch eben halt an Andrea wenden. Es macht Sinn, wenn man dann Fahrgemeinschaften bildet und dann gemeinsam eben halt sich dann dort vor Ort trifft. Ja. Also wir könnten natürlich auch in der Regel ziehen, wenn wir viel genug haben, dass wir vielleicht einen Bus schalten oder sonst irgendwas. Also mal schauen, was da zusammenkommt. Genau. Wenn wir den Flyer haben, dann werden wir den auf jeden Fall intensiv bewerben. Das ist auf jeden Fall so. Genau. Ja. Wo fahren wir da wohl nicht hin, oder nicht?